Jo, 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 jo. Das war schön. So. Also 35 Schuss Munition. 5 Schlüssel. Den Aufschließzauber und überhaupt. Das sieht sehr gut aus bisher. Was bist du? Du bist ein toter Fischmensch. Stein wollen wir nicht. Oh. Brauchen wir nicht. Ja, für später haben wir auf dieser Etage schon mal sehr viel Fleisch, um es wieder hochzuheilen. Also solange wir nicht irgendwie one-hitted werden oder ganz schnell sterben, können wir uns jederzeit hierher zurückziehen. Und wenn wir theoretisch hier alle Gegner umbringen und einmal nicht looten, kommen wir auch besser zurecht. Also ich sehe gerade vor meinem geistigen Auge, wir sind irgendwo Level 3 oder 4, haben nur noch einen Lebenspunkt und flüchten dann nach oben. Da wäre es schön, wenn hier keine Gegner mehr sind, weil wenn wir hier auftauchen mit einem Lebenspunkt und dann irgendwie uns dusselig anstellen und dann sterben, wäre das ganz schön ärgerlich. Also werde ich jetzt ein bisschen töten und nicht looten. Und hier waren wir überall schon. Aber ich höre einen Gegner. Da. Genau du. Kaputt, nicht looten. Du bleibst auch da liegen. Wir können langsam ein bisschen runter. Oh. Okay. Zing, zing. Zing, zing. Geht's irgendwo nach Osten? Nee. Ich hätte gerne mehr Dynamit. Ich würde mir gerne mehr Zugänge gerne sprengen. Eine abgeschlossene Tür. Wo man auch nicht anderweitig hinkommt, ja? Kurz gucken. Ja. Nee, kein Zugang, okay. Also Schlüssel. Okay. Schlüssel. Ganz viel Fleisch und nee. Na komm, ich benutze mal einfach gleich. Westen ist was Grünes eingezeichnet, also ein Tempel. Oder ist er Ausgang? Kommen wir da hin? Nein. So. Erstmal jetzt die zweite Stange holen. Die war hier irgendwo. Genau, hier ist der Fischmensch. Da ist der kleine Raum. Dann hätten wir jetzt gerne nicht das Messer, sondern die Dynamitstange hier. Dich. Und Munition hätten wir auch gerne und Schlüssel auch. Warum auch immer ich das letzte Mal übersehen habe. Wahrscheinlich habe ich einfach nur die Dynamitstange gesehen und habe Funkeln in den Augen bekommen. Ja, ich darf was sprengen. So, jetzt gucken wir, ob da ein Loch ist zu dem grünen Bereich. Und wenn nicht, machen wir uns noch ein Loch. Oh oh. Wie machen wir das? Ich denke, wenn ich darauf falle, bin ich tot. Das ist nicht so schön. Okay, so sprengen wir uns woanders durch, wo es ein Ticken höher ist. Wenn es irgendwo ein Ticken höher. Oh. Oder wir gehen einfach hier durch. Nö. Ja, so wird das nix. Und ich muss unbedingt nach diesem Leben testen, ob wir darauf sterben oder nicht. Das heißt, wir müssen jetzt nach oben, um dann nach unten zu gehen und dann dahin zu kommen? Anscheinend, ne? Gucken wir mal. So. Ach, ist das der Tempel, der auf der Karte eingezeichnet war? Der war gar nicht eine Etage unter uns. Nee. Das ist nicht so toll.
geht's hoch, das wollen wir nicht. 49 Schuss schon. Ich würde gerne hier irgendwo runter. Also Richtung Ausgang. Oh, Schlüssel. Ich höre noch einen Fischmensch. Geht's vom Altar aus runter? Nee, ne? Ah, da ist der Ausgang. Hier noch irgendwo irgendwas? Ja. Mit. Und das kennen wir doch immer her. Auf der anderen Seite. Ist nichts, nö. Okay, zweite Etage. Ja. Was haben wir? Wir haben einen Schrein, wir haben eine Bank und wir haben Bücher, irgendwas. Kleines Krabbelding. Ein Artefakt. So. Ich würde gern zu dem Bücherding unten rechts. Hier ist der Eingang. Als komisches Omega-Zeichen. Wenn ich das richtig entschlüssel auf der Karte. So, hier ist die Bank. Mit wahrscheinlich noch mehr Artefakten hinten drin, hm? Also öffnen. Zing, 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 zing. Oh, das war diesmal nur eine Etage. Und ich bin kein bisschen gierig oder so, nein. Ah, dafür hat es diese Etage in sich. Ist okay. 115, wir würden gerne. So. 50 reichen. Erstmal. So, jetzt würde ich gerne nach Südosten weiter. Achso, die Karte sagt mir schon, dass es da gar nicht weiter geht. Ich muss nur auf die Ränder achten von den Feldern. Das sagt mir quasi, ob es da weitergeht oder nicht. Und das tut es hier schon mal nicht. Irgendjemand verprügelt wieder irgendjemanden. Ah, wenn wir hier rauf springen und darauf springen und darauf springen, können wir daran vorbei. Hm. Wollen wir unseren Zauber tauschen? Also ja, er ist irre toll und so. Aber ich würde es erstens gerne mal testen. Und zweitens haben wir schon vier Schlüssel. Ja, komm. Lift. Rechte Maustaste, man wird in die Luft geworfen. Kostet nur ein Artefakt. Nein, wir hätten anders rauskommen können. Ah, hallo Auge. Du schießt nicht? Doch, du schießt. Okay, du bleibst tot auf dem Boden. Kannst ruhig gelootet werden, weil da oben machst du keinen Schaden. Klein machen auch nichts, du machst auch nichts. Und die bringen jetzt schon mehr Artefakte, kann das sein? Also auf der ersten Etage haben sie nur eins gebracht und jetzt bringen sie zwei oder drei. Das ist nur die Frage, ob sie auch stärker werden. Also ob die Monster mitscalen sozusagen. Oder ob es einfach nur die Möglichkeit gibt, dass schwerere Monster kommen. Wie dieser Blob des Todes zum Beispiel. So, ich würde aber immer noch gerne zu diesem komischen Symbol da hinten hin. Nicht hier, hier. Ah, geht's runter. Das ist schön, aber will ich nicht. Ich will nach Norden. Okay. Oh, was ist das? Also, vergammeltes Fleisch und Artefakte. Nee, es klappt so nicht. Das war ein typischer Adventurer-Spruch. Das klappt so nicht. Das kann ich nicht kombinieren. WTF. Stimmt. Ja. Yeah. Okay. Holen wir hier mal ein bisschen auf.
Überall abgeschlossene Türen. Und wir können selbst mit unserem Sprungzauber da wahrscheinlich nicht rein, ne? Na gut. Habe ich erwähnt, dass die ersten Level ziemlich einfach sind? Und ich könnte hier richtig gut farmen, wenn ich die jetzt alle looten würde. Au. Revolver. Destruction Amulett. Während du dieses Amulett trägst, verursachst du mehr Schaden. Und sorgt dafür, dass deine Patronen das Terrain zerstören? Dafür haben wir keinen Kompass mehr. Damit kann ich irgendwie leben. Ganz schön viel Zeug hier. So, wo geht's raus? Da geht's raus. Also ja, es ist nicht so schön, nicht zu wissen, wo der Ausgang ist. Aber mehr Schaden zu verursachen, gerade unten in Level 3, ist mir da doch wesentlich wichtiger. Also wir suchen jetzt einfach nur... Ja, obwohl andererseits verpassen wir so recht viele wichtige Sachen auf der Karte. Weil wir sehen ja auch die Minimap-Notizen nicht. All die Symbole für Tempel und was weiß ich. Das ist eine gemeine Entscheidung. Wo bist du? Da bist du. Zum Beispiel hier oben links von uns ist ein grünes Ding. Nee. Ich lasse das Ding da. Ich will keine Specials verpassen, denn ich denke, die Specials sind wichtiger. Gerade sowas wie permanent mehr Lebenspunkte, da... Nee. Kann ich da einfach rüberspringen? Ja, kann ich. Da geht's aber nicht lang. Ja. Ah, zwei Schadenspunkte. Ah, sehr übel. Okay. Wo ist Niam-Niam? Schlecht, schlecht. Niam-Niam. So, Osten. Hier geht's hoch. Wollen wir nicht. Dynamit. Kann man gebrauchen, muss aber nicht sein. Jedenfalls jetzt gerade. Ein Artefakt. Und hier geht's auch nicht dahin. Und wir sind jetzt ganz unten, wenn ich es richtig sehe. Ich glaube, ich nehme mal ganz kurz Dynamit. Das da. Und versuche mir hier einen Zugang zu verschaffen. Und zwar nach da irgendwo. Am besten würde ich das gerne auf ein Podest draufschmeißen, damit der Boden nicht wieder weg ist. Ich könnte es da oben auf die Ecke werfen und hoffen, dass es da hält. Nö. Na gut. Oh, falsche Taste. Ja, nö. Okay, also wir müssen nach oben. Und woanders wieder runter. Und dieses Schadensverstärkungsding merken wir uns einfach für später. Das heißt, wenn wir wieder gegen diesen Todesblob kämpfen müssen, dann können wir immer noch hier zurückgehen. Und das suchen. Wobei ich jetzt hoffe, dass wir mit den 60 Schuss, die wir schon fast haben, einigermaßen gegen das Ding bestehen können. Was zu essen hätte ich auch noch ganz gerne. Oh, da war ein Fruchtbaum. Aber ohne Früchte. Ja, oh, keine Früchte. Nee. Da geht's hoch, hier geht's runter. Aber hier kommt man nicht weiter. Also müssen wir jetzt runter zu dem Statuenraum. Bei dem Statuenraum westlich und da dann runtergehen, laut Karte. Und hoffen, dass da dann irgendwo irgendwas ist. Oh, kommst mit, kommst mit.